heiße euch willkommen bei einem Let's Play oder Let's Test, ist mir ja auch egal wie, von The Last of Us. Und ich starte schon mal und eins muss ich vorab schon sagen, ich habe das Spiel schon auf der PS3 gespielt, auch schon für die PS4-Version hier. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal ein neues Spiel an, mache es auf Normal und gucken wir mal. Speichern wir mal hier. Viel Spaß dabei. Vorab für dieses Spiel muss ich sagen, top. Auf der PS3 war ich so begeistert und habe ich gedacht, komm, eine PS4 muss her. Und auf Remastered zu spielen, ist einfach top. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay. Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. So, dann starten wir jetzt mal. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Dad? Daddy? Morgendliche Zeitung. Also ich weiß ja schon,
was man überhaupt alles machen muss. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Dad? Okay. Dad! Was ist bloß los? Sein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Also von der Grafik her top. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Meins, lasst uns einfach ankommen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Sarah. Wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Was Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Scheiße! Ah!
Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Dreh hier, dreh hier. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. So, und jetzt können wir interagieren. Jetzt fängt es auch schon richtig an. Daddy? Hey! Zurück, Clarice. Zurück. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest. Okay. Einfach weichen, Daddy. Du bist tot. Ich hab Angst. Was ist dir los? Mach die Augen zu, Kleines. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Kleines. Sie kommt durch den Zaun. Lauf weiter, macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Joe. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Und jetzt ganz schnell. Aber sowas. Wir sind fast da. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns! Stopp! Bitte, meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße! Bitte. Ah. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte.
Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines.